sieht der Keller des Bundestags aus? Reputation ist zu Gast bei Florian Bernschneider. Er ist der jüngste Abgeordnete im Deutschen Bundestag und jugendpolitischer Sprecher der FDP. Also, was sagt er zu euren superpolitischen Texten? So, Herr Bernschneider, jetzt kann's losgehen. Hören Sie eigentlich Rap? Ja, höre ich. Was hören Sie denn? Also, ich habe gerade in der Schulzeit viel Rap gehört. Sammy Deluxe, Blumentopf. Ein klassisches Drama, 5 Akte, 24 Szenen. Mickey Johnson, sind Sie gespannt? Ja, auf jeden Fall. Genug, um die Handlung zu verstehen, doch es betrifft uns nicht, so als wäre das Ganze nur ein Film. Die Bühne füllt sich schnell, während Lichter sie erhellen. Wir dringen ein in eine Welt, die sich maskiert und sich versteht. Ja, Herr Bernschneider, Mickey Johnson, wie gefällt's Ihnen? Also es wirkt super professionell, bin ich begeistert. Könnte man sagen, der kann eigentlich seine erste Platte aufnehmen. Er sagt in seinem Video, wir sind zwar konzentriert genug, um die Handlung zu verstehen, doch es betrifft uns nicht, als wäre die Handlung nur ein Film. Was meinen Sie, warum sich junge Menschen in Deutschland so fühlen? Na gut, es gehört schon einiges dazu, sich in eine politische Diskussion einzumischen. Und wenn man sich dann gerade große Fragen anguckt, also jetzt nicht der Bolzplatz um die Ecke, sondern europäische Finanzkrise, dann muss man sich schon fragen, wie kann ich als junger Mensch da eigentlich meine Meinung einbringen? Das ist ja auch für uns Abgeordnete schwierig. Im Interview gelesen, dass Sie bei manchen Abstimmungen eigentlich das Gesetz vorher noch nie gelesen hatten. Ist das wirklich so? Verfolgen. Nein, aber ich wollte es offen sagen und deswegen habe ich auch in dem Interview zugegeben, dass es Gesetze gibt, über die man hier abstimmt, die man vorher nicht gelesen hat, weil wir hier eine Arbeitsteilung haben, wie in jeder anderen Firma auch. Können Sie verstehen, dass, also wenn ein junger Wähler so etwas liest, dass er vielleicht erstmal abgestoßen ist davon? Ja gut, das ist immer die Frage, was junge Wähler von uns verlangen. Ich bin der Meinung, wir sollten offen und transparent mit den Verfahren, die wir hier haben, umgehen. Und es bringt auch nichts so zu tun, ich lese hier jedes Gesetz, Sie stellen mir eine Frage zu irgendeinem Gesetz, was ich natürlich nicht lesen konnte, weil die Massen sich nicht bewältigen lassen. Und dann fange ich an, irgendwie zu schwafeln und Ihnen was zu sagen. Und jeder merkt eigentlich, dass ich das Gesetz nicht gelesen habe. Ich glaube, das stößt junge Leute mehr von Politik ab, als jemand, der sagt, okay, ich gebe zu, es gibt kleine Themen, da habe ich einfach nicht die Zeit, das zu lesen, sondern ich konzentriere mich entweder auf die großen Sachen oder eben auf meinen eigenen Themenbereich. Was fordern Sie von den Jugendlichen? Ich fordere von den Jugendlichen, sich einzubringen, ihre Meinung zu sagen, übrigens nicht nur in Rap-Videos, das finde ich gut, ja, und mich interessiert es auch, ich gucke es mir auch gern an, sondern auch tatsächlich direkt politischen Funktionsträgern, die sollen ruhig mal eine Facebook-Mitteilung schreiben. In meinem Büro, wenn ich mir angucke, wie alt ist eigentlich so der typische Bürger, der mir schreibt, dann sind die über 60. Ich bin der jüngste Abgeordnete, ich bin jugendpolitischer Sprecher und mir schreiben Leute über 60. Ich merke das vor allem daran, dass per Schreibmaschine geschrieben ist. Und ich frage mich... Auf Facebook per Schreibmaschine? Nee, nicht auf Facebook. Nein, das nutzen die erst recht nicht. Wir dringen ein in eine Welt, die sich maskiert und sich versteht. Sie propagiert das schnelle Geld und das zurück, wer da nicht mitmacht. Sie lacht über die Armut und grenzt aus, wer da nicht mitmacht. Die FDP soll ja den Armutsbericht verschönt haben. Was ist denn da passiert? Und es geht einfach darum, deutlich zu machen, welche Chancen wir auch in den vergangenen 3 Jahren geschaffen haben für die Leute. Und der Armutsbericht in seiner jetzigen oder in der vorhergehenden Form betont an vielen Stellen vor allem die negativen Seiten. Und was Philipp Rösler meiner Meinung nach auch zu Recht wichtig war und dem Wirtschaftsministerium, ist darauf hinzuweisen, welche Chancen sind eigentlich in den letzten 3 Jahren entstanden. Weil ich es auch blöd finde, immer nur so ein kritisches Bild zu malen. Wir haben die geringste Jugendarbeitslosigkeit aller Zeiten. Wir haben die geringste Arbeitslosigkeit seit der Bundesrepublik. Und ich finde, ein Armutsbericht, der dann wirklich nur auf die Kehrseite eingeht, der ist vielleicht auch falsch in der Zeit, wo man so erfolgreich ist. Zum Beispiel ein Satz, der da rausgestrichen wurde, war, die Privatvermögen in Deutschland sind sehr ungleich verteilt. Ist das nicht eine Kernaussage? Wie kann man die wegstreichen? Also, man muss es sich dann aber auch genau angucken. Man muss sich dann auch angucken, wie sich die Privatvermögen in den letzten Jahren auch bei kleineren und mittleren Einkommen entwickelt haben. Und wenn man das so differenziert darstellt, dann hat auch keiner in der FDP was dagegen. Aber einfach zu sagen, Privatvermögen sind unfair verteilt und in den letzten Jahren hätten kleinere und mittlere Einkommen nicht von dem Jobwunder, was wir gerade erleben, profitiert, das ist dann halt schon eine Darstellung, die so nicht stimmt. Ich rede nicht nur, sondern such den Sinn in dem, was du sagst. Die Welt sitzt im Theater und sie wartet auf den Schlussakt. Doch ich gehe heute raus und mach kaputt, was mich kaputt macht. Die Welt sitzt im Theater und sie wartet auf den Schlussakt. Doch ich gehe heute raus und mache kaputt, was mich kaputt macht. Also es zeigt ja auf jeden Fall, er will was ändern. Er will nicht länger zugucken, im stummen Theater sitzen und gucken, was Politik ihm vielleicht auch vorführt, sondern sich selbst einbringen. Das finde ich gut. Ob man das mit kaputt machen ausdrücken muss, weiß ich nicht, weil am Ende hilft uns natürlich auch Aggression nicht, Probleme zu bewältigen, sondern
Kompensation ist da. Ja, offensichtlich. Ist immer die Frage, wie man die dann kompensiert. Und ich herzlich eingeladen soll zu einer Versammlung junger Liberaler oder auch irgendeiner anderen politischen Jugendorganisation kommen. Also Reputation, wir haben über 250 Einsendungen und fast alle dieser Einsendungen sind ausschließlich in Plattenbaugebieten gedreht. Die haben eine Szenerie, die sehr dunkel und düster ist, die von Armut erzählt. Also dass es diese Zustände hier nicht gibt, glaube ich, beweist, also dass es diese Zustände hier gibt, genau wie in Frankreich und Deutschland auch, wenn ihre Zahlen vielleicht dort gegensprechen. Die Emotion ist auf jeden Fall da. Was kann man dagegen tun? Er muss aber ehrlich sein. Also dann muss man sich fragen, wie viel davon prägt das Genre? Also wie viel davon brauche ich als Hintergrundkulisse, um Rap zu machen? Das gehört einfach auch ein Stück weit dazu. Und wie viel davon ist dann tatsächlich Armut in Deutschland, worüber man auch reden muss? Und ich glaube, ich will da keinem zu nahe treten, aber in dem einen oder anderen Video überwiegt vielleicht auch einfach die Kulisse, die man für Rap haben will, und weniger die tatsächliche Situation. Es gibt so viele freie Ausbildungsstellen wie nie zuvor, und es gibt eigentlich nicht genügend Jugendliche, die diese Ausbildungsstellen annehmen können. Also wenn ein deutscher Jugendlicher mir sagt, ich bin total perspektivlos, ich weiß nie, was ich machen soll, ich finde keinen Job, dann gibt es dafür immer wieder Einzelfälle, wo das stimmen mag, aber in der großen Ganzen, im Überblick, muss man sagen, kann das einfach nicht sein. So, Herr Bernschneider, das nächste Video. Frozen heißt der junge Künstler. Tanken, entranken, die Kurse, sie wanken, warum immer ich? Warum bitte nicht, zu voll, um was zu tun? Das Leben ist nicht nur Ausruhen, warte. Ich hab doch noch meinen Garten, was ist mit Hans Franz? Und das Spiel mit den Karten, nachher klar. Aber der Krieg kann warten, niemals selber machen. Immer auf andere schieben, unsere Gesellschaft, Faulheit und Ohnmacht. Da unten sterben, laufen 1000 Leute. Hier ist ein langweiliger Tag, schon große Beute. Sag mal, schlafen alle oder sind mal wieder andere schuld? Ach nee, es ist ja die Religion, der Unhold. Provokant? Nee, ich bin hier nur der Wecker. Sonst würden alle weiter schlafen ohne Ende und Gemecker. Was ihr wollt, lieber taub sein? Ah ja, und wer hilft uns bei Krieg? Ha. Hänschen klein, der ging. Sie lachen? Ist das lustig? Nee, aber es ist das Thema, über das wir gerade gesprochen haben, dass junge Leute das Gefühl hätten, das wäre ja alles intransparent und wir würden irgendwas in Hinterzimmern entscheiden. Und das Gegenteil ist ja die Realität. Also der Bundestag ist das meistbesuchte Parlament auf der Welt. Es gibt wenig Parlamente, die so transparent auch für Besucher sind. Wenn man auf den Besuchertribünen im Bundestag sitzt, hat man das Gefühl, man ist mitten im Plenum drin. Und wir Abgeordneten treffen uns mit Besuchergruppen, diskutieren mit denen. Also manchmal sind es auch Vorwürfe, wo ich denke, der war noch nie hier, der hat sich das auch noch nie so richtig angeguckt. Also von daher die herzliche Einladung, er kann gern vorbeikommen und sich dann angucken, ob hier Entscheidungen wirklich im Hinterzimmer getroffen werden. Was ist mit Hans Franz und das Spiel mit den Karten, nachher klar. Aber der Krieg kann warten, niemals selber machen, immer auf andere schieben. Unsere Gesellschaft, Faulheit und Ohnmacht. Unsere Gesellschaft, Faulheit und Ohnmacht. Das ist ja nicht das Deutschland, das die FDP gerne sehen möchte, oder? Was die FDP sehen möchte, sowieso nicht. Ich finde, er kritisiert nicht nur die Jugend, sondern die gesamte Gesellschaft. Und das, finde ich, ist auch ein Phänomen, was nicht nur Jugend betrifft, sondern wenn dann alle Altersgruppen. Ich stelle das auch fest, dass viele Leute sagen, mir ist Politik egal, ich lasse es so an mir vorbeirauschen, für mich ändert sich eh nichts. Und wenn ich was versuchen würde, würde ich sowieso nichts ändern können. Und sie haben es noch nie versucht. Und ich kann das ehrlich gesagt auch nur kritisieren. Wenn man es nie versucht hat, dann kann man sich auch nicht darüber beschweren, dass sich nichts ändert. Jetzt sagt jeder, dann tu doch selber was, das versuche ich hiermit, das ist mein Beitrag. Oder hast du vielleicht einen besseren Vorschlag? Die Jugend hat die Chance, wir können die Welt verändern. Dieses Gefühl von Machtlosigkeit, was die Jugendlichen beschreiben in ihren Songs, hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass sie erst mit 18 wählen dürfen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, diese Diskussion um Absenkung von Wahlalter ist sowieso ein Feigenblatt. Also wenn ich im falschen Jahrgang geboren bin und ich bin 17 und 300 Tage alt zur Bundestagswahl, dann kann ich das nächste Mal in 4 Jahren wählen. Das heißt, wenn ich das Wahlalter auf 16 absenke, dann würde das einige Jahrgänge betreffen, aber noch lange nicht alle Jugendlichen. Also wenn man darüber reden will, wie Jugendliche stärker an Politik partizipieren können, ihre Meinungen einbringen, dann reicht es bei Weitem nicht aus, nur zu sagen, wir senken das Wahlalter ab und damit ist allen geholfen. Unsere Kandidaten werden in den Kategorien Flow, Message und Performance bewertet. Ich würde gerne, dass Sie vielleicht mal, also im Bundestag werden ja auch Reden gehalten, Angela Merkel, wie würden Sie die denn bewerten?
in Flow, Message und Performance. Die Punkte sind 0 bis 3. Also ich würde mal sagen, das kommt auch auf Tagesform bei ihr an. Es gibt Reden, die hauen mich von ihr um. Da sage ich, da stimmt wirklich alles. Und dann gibt es Reden, wo ich sage, naja. Ich bin auf der Suche nach einer Zahl. Ja, das weiß ich. Und Politiker sagen ja manchmal ungern Konkretes, sondern reden lieber drumherum. Erst recht, wenn es darum geht, Kollegen in irgendeiner Form einschätzen zu müssen. Mhm. Sie dürfen auch ein Komma stellen antworten. Ja, kann ich machen. Also bei Angela Merkel kommt es auf die Tagesform an und dann würde ich sagen, ist von 1,5 bis 2,5 alles drin. Dann die Message. Also da würde ich auch sagen, irgendwas zwischen einer 2 und 3. Dritter Punkt, wahrscheinlich ihr stärkster Performance. Ja, das kann man wohl sagen, dass das ihr stärkster Punkt ist. Sieht man nicht zuletzt an Meinungsumfragen, dass Angela Merkel mit der Art, wie sie Politik macht, gut ankommt. Also da hat sie auf jeden Fall mindestens eine 2,5 verdient. So, jetzt natürlich noch Philipp Rösler. In allen Kategorien eine 3. Dumm gestellt, ignoriert und nicht erwünscht. Nur hält mich das nicht davon ab, mein Part zu rappen. Im Gegenteil, Jugend dreht am Rad.